Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Quarkkuchen. Dazu stellen wir jetzt unseren Teig für den Boden her. Ihr braucht Mehl und Backpulver, weiche Margarine, Ei, Zucker und Kakaopulver. Das Ganze verknetet ihr jetzt. Den Teig verteilt ihr dann in einer Springform, die ihr mit Backpapier vorher auslegt. Und am Rand drückt ihr den Teig dann hoch. Die Springform stellt ihr jetzt erstmal beiseite. Jetzt bereiten wir unsere Quarkmasse zu. Dazu braucht ihr Quark, Öl, Milch, Ei, Puddingpulver, Vanille und Zucker. Das Ganze verrührt ihr jetzt. Als nächstes schlagen wir jetzt Schlagsahne steif. Dazu braucht ihr Schlagsahne und Sahne steif. Die steif geschlagene Schlagsahne hebt ihr dann unter die Quarkcreme. Jetzt verteilen wir die Quarkcreme auf unserem Boden. Das stellt ihr jetzt auch erstmal wieder beiseite. Jetzt bereiten wir noch Streusel für unseren Kuchen zu. Dazu braucht ihr Mehl, Margarine und Zucker. Das Ganze verknetet ihr jetzt zu Streuseln. Unter die Streusel knetet ihr jetzt noch Milchschokoladenstreusel. Die Streusel verteilt ihr jetzt oben auf der Quarkmasse. Jetzt braucht ihr noch Cornflakes, diese Toppers, und die verteilt ihr jetzt noch zwischen den Streuseln. Dann backt ihr den Kuchen bei 180 Grad ungefähr 1,5 Stunden. Es kann sein, dass ihr den Kuchen während der Backzeit mal mit Alufolie abdecken müsst, damit obendrauf das Ganze nicht zu schwarz wird. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen erstmal richtig schön in der Form abkühlen. Und so sieht dann unser fertiger Quarkkuchen aus. Ich habe ihn jetzt schon mal in Stücke geschnitten, damit ihr ihn auch mal von innen seht. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!